Eine Frage, die in Bezug auf die Bildbearbeitung immer wieder gestellt wird, ist die nach dem besten Grafiktablett. Deswegen gibt es in diesem Video von mir eine klare Kaufempfehlung, sowie meine Einstellungen hier am Rechner, damit das Grafiktablett richtig gut mit Photoshop funktioniert und für alle, die noch nie mit einem Grafiktablett gearbeitet haben, überhaupt erstmal einen Überblick, warum es so wichtig ist, beziehungsweise so eine Erleichterung ist, mit einem Grafiktablett zu arbeiten, statt mit einer Maus in Photoshop. Kurz vorweg, das Video ist nicht gesponsert, aber trotzdem habe ich eine klare Herstellerempfehlung, denn ich habe schon einige Erfahrungen gemacht, auch mit anderen Herstellern, zum Beispiel bei Coaching-Kunden, und da war es dann häufig so, dass die anderen Hersteller bzw. die Tablets von anderen Herstellern irgendwie anti-intuitiv waren oder irgendwas hat nicht richtig gut geklappt, und all diese Probleme hatte ich noch nie mit den Grafiktablets von der Firma Wacom. Deswegen ist das von mir eine klare Kaufempfehlung. Mit Grafiktablets von der Firma Wacom kannst du meiner Meinung nach nicht viel falsch machen. Ich selbst benutze derzeit ein Wacom Intuos Pro, was schon zu den hochpreisigen Modellen zählt. Also das kostet so zwischen 250 und 260 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Und die größten Unterschiede, die ich jetzt so ausmachen kann, ist, dass der Stift etwas griffiger ist hier im Vergleich zu einem Stift von einem Einsteigermodell. Außerdem kann ich das hier ohne Kabel betreiben, also quasi über Bluetooth-Verbindung. Und ich habe hier an der Seite noch mehr Knöpfe, die ich frei belegen kann. Ich habe mir dieses Tablet aber nicht selbst gekauft, sondern quasi adoptiert von meinem Freund, der das nie benutzt hat. Denn für mich war immer das Einsteigermodell von Wacom ausreichend. Das hieß damals noch Bamboo, sah so aus. Jetzt heißen die Einsteigermodelle auch Intuos. Die kosten so zwischen 60 und 80 Euro meistens. Aber das war für meine Zwecke und wäre bis heute völlig ausreichend. Denn die wichtigsten Dinge bei einem Grafiktablett für mich sind zum einen die Größe des Tablets selbst, die Druckempfindlichkeit des Stiftes und die einfache Bedienung hier am Rechner. Ich selbst brauche gar nicht so viele Knöpfe zum Selbsteinrichten und ich brauche auch kein Grafiktablett, was quasi ohne Kabel funktioniert, weil die Bluetooth-Verbindung manchmal ein paar Probleme macht mit dem Aluminiumgehäuse von meinem iMac. Ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so ist oder ob das generell bei allen iMacs so ist, aber bei mir war es eben so, deswegen darauf lege ich keinen Wert. Aber die drei Punkte, die ich gerade genannt habe, die schauen wir uns jetzt zusammen nochmal im Detail an. Los geht es mit der Größe der Tablets. Meine beiden Tablets, die haben einen Arbeitsbereich hier. Das ist der kleine Bereich, auf dem man dann tatsächlich aktiv arbeitet mit dem Stift, von 10 x 16 cm. Das ist quasi die kleinste Größe, also small, die man sich aussuchen kann und die ist völlig ausreichend. Zum einen ist das Grafiktablett selbst dann nicht ganz so groß, denn es muss ja Platz finden vor der Tastatur und noch vor dem Monitor auf dem Schreibtisch. Und zum anderen sind die Wege, in Anführungsstrichen, die man gehen muss mit dem Stift auf dem Tablet nicht mehr so lang. Denn du musst dir das so vorstellen, der ganze Monitor ist hier quasi drauf projiziert und wenn du vom Monitor hier von der linken unteren Ecke in die rechte obere Ecke möchtest, dann musst du den ganzen Weg mit deinem Stift über das Grafiktablett quasi gehen. Also das ist jetzt nicht so wie bei einem Laptop mit dem Trackpad, dass man immer wieder nachrutscht, sondern quasi der ganze Bildschirm ist hier auf der Fläche projiziert. Je größer also die Arbeitsfläche ist, desto länger sind die Wege und wenn man sehr viel mit dem Grafiktablett arbeitet, dann kann das hier schnell auf die Gelenke gehen, gerade im Ellbogen oder im Handgelenk. Mag jetzt trivial klingen, ist aber auf jeden Fall eine Sache, die man bedenken sollte. Ich habe hier sogar zwei Monitore angeschlossen, das heißt, mein tatsächlicher Arbeitsbereich ist nochmal um einiges kleiner und mir reicht das völlig, diese kurzen Wege, damit bin ich sehr viel schneller. Ich merke schon den Unterschied, wenn ich hier einen Monitor wegnehme und quasi nur ein Monitor hier auf meinem Grafiktablett projiziert ist, dann sind die Wege für mich schon so viel länger und es dauert gefühlt halt alles 100 Jahre länger. Und deswegen ist für mich ganz entscheidend die Größe small, also das kleinste, völlig ausreichend. Ein weiterer wichtiger Punkt für mich ist die einfachere Bedienung, ganz einfach in Photoshop. Das ist zwar noch nicht der Hauptgrund, der für ein Grafiktablett in der Bildbearbeitung spricht, aber auf jeden Fall eine Quality of Life-Funktion. Wir schauen hier mal in die Einstellungen rein. Die findet man hier beim iMac ganz einfach unter Systemeinstellungen und dann ganz unten bei Wacom Tablet. Und das, was du jetzt siehst, das sind quasi meine aktuellen Einstellungen, die ich vorgenommen habe. Ich habe im Prinzip alles auf Standard gelassen, bis auf die beiden Tasten am Stift selbst. Und das ist das Schöne bei den Wacom Tablets. Die haben hier
an der Seite so zwei Tasten, die man sich eben frei belegen kann. Und die sind für mich eine ganz große Hilfe, ganz generell in der Bildbearbeitung beziehungsweise in der Steuerung in Photoshop an sich. Die obere Taste habe ich mit dem rechten Mausklick belegt und die untere Taste, die ist mit diesem Verschieben-Bildlauf belegt. Und wie sich das Ganze in Photoshop auswirkt, das schauen wir uns jetzt einmal an. Und zwar möchte ich, wenn ich in Photoshop bin, schnell von A nach B kommen, schnell rein- und rauszoomen können. Und das ist zum Beispiel schon eine große Erleichterung mit meinem Stift. Halte ich jetzt nämlich die Alt- oder die Command-Taste gedrückt und zusätzlich noch die untere Taste von meinem Stift, dann erscheint eine Lupe entweder mit dem Plus- oder mit dem Minus-Symbol, also fürs Hereinzoomen oder Herauszoomen. Aber es spielt eigentlich gar keine Rolle, welche der beiden Tasten ihr drückt, also entweder Command oder Alt. Denn sobald ihr mit eurem Stift auf dem Grafiktablett von links nach rechts wischt, zoomt ihr automatisch raus und rein, egal welche Lupe ihr gerade ausgewählt habt. Das ist super praktisch, um schnell an bestimmte Stellen zu kommen, rein zu zoomen oder wieder raus zu zoomen. Und wenn ihr dann die Tastatur loslasst und nur mit dem Stift quasi die untere Taste bedient, dann kommt dieses Handsymbol und ihr könnt das Bild bzw. den Bildausschnitt, den ihr gerade im Photoshop seht, frei verschieben. Mag jetzt total trivial klingen, aber ich mache zum Beispiel in meiner Bildbearbeitung immer ganz viele kleine Schritte oder sehe hier und da noch was und muss dann schnell wieder ranzoomen oder schnell rauszoomen und das ist für mich allein schon eine enorme Arbeitserleichterung. Mit dem Rechtsklick kann ich dann zum Beispiel meinen Kopierstempel oder die Pinselspitze schnell einstellen, weil sich dann eben schnell dieses Menü öffnet. Das wäre jetzt auch mit einer Maus so und ist einfach für die Bedienung hier in Photoshop auch nochmal eine große Hilfe. Du kannst ja mal schauen, ob bei dir das Grafiktablett ebenso eingestellt ist. Jetzt kommen wir aber zu dem allerwichtigsten Punkt, der das Grafiktablett vor allem von der Maus unterscheidet und ist für mich so ja, wichtig quasi für meine Bildbearbeitung macht. Und das ist eben die Druckempfindlichkeit des Stiftes. Ich habe jetzt hier nochmal ein anderes Bild, auch vor schwarzem Hintergrund. Und häufig ist es ja bei diesen schwarzen Hintergründen so, dass die beim Fotografieren noch nicht rein schwarz sind, sondern eben in Photoshop nochmal korrigiert werden. Und daran kann ich euch jetzt einmal zeigen, wie quasi das Grafiktablett anders funktioniert als die Maus. Also bei der Maus wäre das im Prinzip so, dass man den Pinsel einstellt in der Größe und der Härte, also der Kantenschärfe. Und wenn man dann mit der Maus klickt, kommt der Pinsel genauso raus. Wenn ich mit meinem Grafiktablett jetzt eben entsprechend doll aufdrücke, ist es hier genau das Gleiche. Ich habe das jetzt für dich hier mal rot gemacht, damit du das besser sehen kannst. Als ich das Bild bearbeitet habe, habe ich natürlich mit einer schwarzen Farbe gearbeitet, aber da wäre jetzt der Unterschied einfach für dieses Video nicht so schön sichtbar. Nun ist es aber so, dass dieser weiche, große Pinsel eben überhaupt nicht passend ist für die scharfe Kante, zum Beispiel am Nasenrücken. Da bräuchte ich ja einen sehr viel kleineren bzw. scharfkantigeren Pinsel und bei einer Maus ist es eben so, dass ich dann immer wieder die Einstellungen neu treffen muss. Beim Grafiktablett mit der Druckempfindlichkeit habe ich aber den dynamischen Vorteil, dass sobald ich etwas Druck rausnehme, dass der Pinsel automatisch kleiner und scharfkantiger wird. Das heißt, der gesamte Bildbearbeitungsprozess ist sehr viel flüssiger und dynamischer, weil ich nicht mehr so häufig den Pinsel anpassen muss. Natürlich muss ich hier und da schon nochmal eine Pinseländerung vornehmen und hier und da nochmal ein paar kleine Regler verschieben, aber eben nicht mehr so stark wie bei der Maus. Also zum Beispiel der Unterschied zwischen dem scharfen Nasenrücken und der etwas unschärferen Gruppe im Hintergrund, der ist nicht mehr ganz so stark. Da reicht eigentlich eine Pinseleinstellung aus und für die Hinterhand, da drücke ich einfach mehr auf und für den Nasenrücken, dann nehme ich etwas Druck hier von meinem Stift und der Pinsel wird automatisch scharf und klein, sodass er sich richtig gut an diese Kante anpasst. Das sehe ich manchmal so bei Bildbearbeitungseinsteigern, die ein Bild vor schwarzem Hintergrund bearbeiten und nicht beachten, welche Kantenschärfe das Motiv an bestimmten Stellen hat. Also da, wo das Pferd zum Beispiel scharf gestellt wird, logisch, da sind die äußeren Umrisse eben sehr hart und scharfkantig und das, was im Hintergrund verschwindet, wird eben softer. Und mit dem Grafiktablett und der Druckempfindlichkeit ist dieser dynamische Übergang eben sehr viel schneller bearbeitet.
Aber nicht nur das ist ein großer Vorteil, sondern das zieht sich eben weiter, vor allen Dingen, wenn wir Richtung Dodge and Burn gehen. Dodge and Burn ist quasi das nachträgliche Aufhellen oder Abdunkeln im Bild, womit man nochmal schön Kontraste setzen kann. Und wenn du dir jetzt mal genau das Auge anschaust, dann siehst du, wie filigran das Auge ist und wie filigran ich auch dort die Schatten und die Lichter nachgezogen habe. Das kann ich eben wirklich ganz intuitiv so wie mit einem Bleistift auf einem Blatt Papier eben auch mit meinem druckempfindlichen Stift auf dem Grafiktablett. Also ich muss nicht für jeden Pixel den Pinsel neu einstellen wie mit einer Maus, sondern eben ich habe diese druckempfindliche Spitze, mit der ich dann quasi in meinem Bild malen kann. Generell ist ja auch die Bewegung mit der Hand über das Grafiktablett wie auf einem Blatt Papier sehr viel einfacher, jedenfalls für mich, als diese sperrige Bewegung mit der Maus. Außerdem lassen sich Tasthaare, Mähnenhaare und Schweifhaare mit einem Grafiktablett auch sehr viel einfacher rekonstruieren, wenn die mal verschwunden sind oder wenn man sie nicht freistellen möchte. Und wie das funktioniert und wie ich auch alle anderen wichtigen Bildbearbeitungsschritte unternehme, wie zum Beispiel Fellretusche, Halfterretusche, Zaunretusche, Helligkeits- und Kontrastanpassung, Farbanpassung, Nachschärfen, Bildelemente austauschen oder generell der Umgang mit Lightroom und Photoshop. Wie ich das alles erledige, das zeige ich dir im Online-Videokurs Bildbearbeitung für Tierfotografen. Den Link zum Reinschnuppern mit den ganzen detaillierten Inhalten, den findest du unten in der Videobeschreibung, ebenso wie die Links zu den Wacom-Tablets. Dem Malen im Bild sind dann im Grunde auch gar keine Grenzen gesetzt. Ich habe jetzt hier noch mal ein anderes Beispiel mit, wo ich meine Lampen nicht so frei stellen konnte, weil der Platz eben relativ eng war. Und dann habe ich eben die Plastizität erst hinterher in Photoshop ins Bild gezaubert mit meinem Grafiktablett und mit der Dodge & Burn-Bearbeitung. Als Fazit für dich ist es jetzt also wichtig zu wissen, dass das Grafiktablett nicht zu groß sein sollte, jedenfalls wenn du eben nicht über so viel Platz auf deinem Schreibtisch verfügst und auch nicht diese ewig langen Armbewegungen machen möchtest. Dann solltest du unbedingt darauf achten, dass der Stift druckempfindlich ist und ob das Grafiktablett nun Tasten haben soll oder kabellos sein soll, das liegt ganz bei dir. Du solltest aber auf jeden Fall beachten, dass die Umstellung von Maus zu Grafiktablett Zeit in Anspruch nimmt. Du wirst ungefähr 2 oder 3 Wochen brauchen, bis du dich damit eingefuchst hast, aber quäl dich dadurch, das kann ruhig ein Tal der Tränen sein, durch das sind wir alle gegangen, aber am Ende wirst du das Grafiktablett gar nicht mehr missen wollen, weil es eben so vieles einfacher macht und die Bildbearbeitung um einiges feiner ausfallen wird. Du kannst mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob du schon ein Grafiktablett benutzt oder ob es bei dir bisher ungenutzt im Schrank liegt, weil du nicht so gut damit zurechtkommst oder ob du dich überhaupt noch nicht mit dem Thema so richtig beschäftigt hast. Und du kannst mir auch gerne weitere Fragen stellen zum Thema Bildbearbeitung, was ich hier in einem nächsten Video vielleicht mal behandeln und ansprechen soll. Lass außerdem gerne ein Abo da, das unterstützt mich und meine Arbeit und du verpasst auch keine neuen Videos mehr. In diesem Sinne, wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Mach's gut, ciao. Flying by, yeah, I'm just flying by.